Hi, ich bin Martin und ich möchte hier von meinen Erfahrungen mit Huel Shakes erzählen. Ich nutze die seit über 5 Jahren und mich hat damals das dazu gebracht, die auszuprobieren, weil ich mir morgens kein richtiges Frühstück zubereitet habe. Und ja, da hat Huel mir wirklich geholfen. Bei manchen ist es auch, und auch bei mir manchmal, dass ich nachmittags so einen kleinen Snack brauche, um bis zum Abendessen zu kommen. Und ja, wenn du das auch kennst, dann könnte Huel was für dich sein. Und hier erzähle ich ein bisschen von meinen Erfahrungen mit dem Shake. Es gibt ja verschiedene Stoffwechseltypen und ich gehöre zu denen, die regelmäßig Nahrung brauchen. Also mein Körper verbrennt relativ schnell die Energie, auch weil ich sportlich aktiv bin. Und deswegen muss ich regelmäßig was zu mir nehmen. Und da hat mir Huel total geholfen, weil ich da einfach schnell eine nach meinem Empfinden gesunde Mahlzeit mir zubereiten kann und das auch einfach ist. Und wenn ich unterwegs bin, also ich war mit meiner Frau recht viel reisen und wenn wir unterwegs waren, dann war es halt auch häufig so, dass ich regelmäßig irgendwo anhalten musste und was essen musste. Und da hat es eben auch total geholfen, hat uns Zeit gespart, auch Geld gespart. Und Stress gespart. Also da hat es mir auch total geholfen. Und ja, ich finde es einfach allgemein ein Riesenvorteil, dass man das Pulver überall mit hinnehmen kann. Also ich nutze das Pulver und das kann man überall mit hinnehmen. Wo man Wasser hat, kann man sich so einen Shake einfach zubereiten. Das finde ich total praktisch. Also das sind so die Hauptvorteile für mich gewesen. Es gibt aber auch Nachteile und die ja, sollte man auch beachten. Also es ist jetzt nicht einfach so innerhalb von einer Minute zubereitet und danach ist alles erledigt, sondern man hat natürlich den Shaker. Ne? Man braucht Wasser, man muss es sich irgendwie mitnehmen und den sollte man auch auswaschen. Also den muss man jedes Mal auswaschen, weil es ansonsten, wer Eiweißshakes benutzt, der weiß das schon aus Erfahrung. Ansonsten müffelt es nach einer Zeit. Also das ist dann auch schon so ein kleiner Nachteil, aber das gehört zu jedem Essen irgendwie dazu, dass man das ein bisschen vorbereiten muss und ein bisschen nachbereiten muss und da ist Huel halt viel einfacher als alles andere, was mir jetzt einfällt. Außerdem finde ich noch einen Nachteil, dass Huel auch diese Flaschen anbietet. Ich würde halt empfehlen, auf das Pulver zu gehen, weil von diesen Flaschen halte ich nicht allzu viel von, weil die ja, halt die Umwelt auch ein bisschen mehr belasten als jetzt das Pulver. Also was die Nachhaltigkeit angeht, finde ich das Pulver im Vergleich zu fast allen anderen Lebensmitteln schon richtig gut. Aber die Flaschen, da würde ich sagen, Hände weg. Was mich besonders überzeugt hat, sind die Nährstoffe in Huel. Sie werben natürlich auch damit, dass es eine vollwertige Mahlzeit ist, aber dass da auch alle wichtigen Nährstoffe drin sind. Und ich habe zumindest bis heute keinen Grund daran zu zweifeln gefunden, auch wenn ich das immer kritisch betrachtet habe, weil man hört ja schon regelmäßig von irgendwo oder liest es irgendwo, ein bestimmter Nährstoff, der Symptome lindern kann oder ein bestimmter Nährstoff, der häufig in der Mangelerscheinung ist. Ja, und jedes Mal, wenn ich irgendwo sowas gehört habe, gelesen habe und dann nachgeguckt habe, ob mir Huel da hilft, sowas zu verhindern, dann war das jedes Mal der Fall. Also egal, um welchen Nährstoff es da ging. Und das hat mir dann schon wirklich ja, reichlich Sicherheit gegeben. Das fand ich wirklich gut. Ich bin kein Ernährungsberater, kein Ernährungsexperte und kann da jetzt auch gar nicht euch persönlich beraten. Das ist eine total individuelle Geschichte. Aber für mich war es wirklich, es hat mir eine Menge Sicherheit gegeben, dass ich wusste, solange ich meinen Huel Shake trinke, was eben meine Gewohnheit war in den letzten Jahren, dann bin ich da ganz gut aufgestellt und laufe nicht Gefahr, in irgendeinen Mangel, in irgendeinen Nährstoffmangel reinzukommen. Und das fand ich wirklich super, war für mich ein Riesenvorteil. Ich habe mir im Vorfeld auf dieses Video unter anderen YouTube-Videos und in Foren mal die 5 häufigsten Fragen rausgesucht, die ich jetzt hier beantworten möchte oder meine Meinung dazu sagen möchte. Und das erste ist, kann man sich ausschließlich von Huel ernähren? Und da muss ich wirklich sagen,
wenn ihr jetzt irgendwie solche YouTube-Videos seht, 30 Tage nur Huhl oder 30 Tage nur Nahrungsergänzungsmittel oder andere Shakes, das ist einfach nicht seriös. Das ist auch nicht das, was von Huhl selbst empfohlen wird. Also es ist ein Shake, den man zwischendurch mal nehmen kann, der zum Frühstück genutzt werden kann oder für auch zum Ersatz von irgendeiner Mahlzeit genutzt werden kann. Aber sich nur davon zu ernähren, wäre einfach nicht richtig. Es ist wichtig zu kauen und es ist auch wichtig, zumindest sehe ich das so, sozial zu essen. Also Essen ist auch eine soziale Geschichte, wo man mal zusammensitzt mit Kollegen, mit der Familie und sich einfach austauscht. Das gehört zum Essen dazu. Und Huhl ist nur ein Ersatz für die Mahlzeiten, die eben nicht sozial sind und die einfach nur erledigt werden müssen, wenn man das so sagen kann. Dafür kann Huhl gedacht werden, kann Huhl genutzt werden, aber nicht als kompletter Ersatz. Dann das zweite ist der Geschmack. Geschmack ist subjektiv. Viele finden Huhl gut, also das habe ich tatsächlich häufiger gelesen. Ich nutze persönlich den Vanillegeschmack, ganz normal, nicht besonders süß. Ich finde es auch total gut, aber es ist eben subjektiv, kann man leider nicht für jeden beantworten. Aber dazu habe ich einen besonderen Tipp. Nutzt nicht das geschmacklose Huhl. Ich habe das mal genutzt, also es gibt eine Variante, die halt ohne Geschmack ist, aber das ist nichts für Anfänger. Wenn ihr erfahren seid mit solchen Shakes oder allgemein mit Eiweißshakes und vielleicht auch mit Geschmacksverstärkern, die man sich da noch so reintröpfeln kann, dann ist das vielleicht was für euch, aber als Anfänger nutzt einfach nicht das ohne Geschmack. Das dritte ist Verdauungsprobleme. Kann Huhl da helfen bei Verdauungsproblemen? Ja, klar, kann Huhl da helfen. Das ist aber auch wieder eine total individuelle Geschichte. Da ist meine Empfehlung einfach ausprobieren, testet das, hört auf euren Körper und schaut, ob es euch persönlich hilft oder nicht. Das kann man nicht allgemein beantworten. Dann das vierte. Häufig ist zu lesen, dass Sportler Huhl benutzen für schnelle Mahlzeiten zwischendurch. Und die das dann noch mit anderen Proteinshakes ergänzen. Ja, liegt vielleicht daran, dass die sportliche oder aktive Community, was das Thema angeht, so Shakes und sowas, halt besonders aktiv ist im Internet. Deswegen ist es vielleicht häufiger aufgetreten. Und ich glaube auch, dass es total nützlich ist. Also ich mache das persönlich auch, wenn ich laufen will. Und ich möchte vorher aber noch was essen und da ist so eine kleine Lücke quasi, ich weiß, dass ich noch was essen sollte, dann nutze ich eben Huhl auch, 2 Stunden vorm Lauf, mache ich mir einen kleinen Shake und habe dann die Sicherheit. Also dazu ist es eben auch sehr nützlich, um sich die Nährstoffe noch einmal zu holen, bevor man sportlich aktiv ist. Und die letzte Frage, die fünfte, die noch häufig gestellt wurde, kann Huhl beim Abnehmen helfen? Naja, ja klar schon, aber nur dahingehend, dass man sehr gut seine Kalorien dann zählen kann. Aber es ist kein Abnehmshake. Und wie am Anfang dieser Fragerunde gesagt, sollte man auch seine komplette Ernährung jetzt nicht auf Huhl umstellen. Zumindest empfehle ich das nicht. Zum Kalorienzählen, dabei kann es helfen beim Abnehmen, aber grundsätzlich ist es eben ein Mahlzeitenersatz, kein Abnehmshake. Ja, zusammenfassend kann ich Huhl also wirklich empfehlen. Ich würde es ja sonst nicht auch schon so lange nutzen. Wenn du also auch manchmal keine Zeit hast, um dir eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten oder oft unterwegs bist, dann kann Huhl auch was für dich sein. Und wenn du es ausprobieren möchtest, dann nutz doch gerne den Affiliate-Link unter dem Video. Da haben wir beide was von. Als ich jetzt heute nachgeguckt habe, war es so, dass du für deine erste Bestellung 10 Euro bekommst, also 10 Euro weniger bezahlen musst, ich 10 Euro weniger bei meiner nächsten Bestellung bezahlen muss. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ich dir geholfen habe und wenn du den Link unten benutzt. Und dann sage ich bis dann. Ciao.